Willkommen zurück zu Starbound. Ich hoffe, der Stream läuft. Wie immer erstmal ein bisschen checken, ob der Stream läuft, weil das immer ein bisschen schwierig festzustellen ist. Ich glaube, ich rede gerade wieder für mich selber. Scheint so, oder? Also in Creator Mode sagt auch, dass ich offline bin. Der müsste jetzt aber eigentlich schon sagen, dass ich online bin. Aber vielleicht braucht er noch ein bisschen. Es könnte noch Verzögerung sein. So, jetzt bin ich live. Das heißt, der ganze Quatsch, den ich gesagt habe, der ist doch schon wieder da. Und ich habe kaum Verzögerung im Stream. Okay. Aber die 44 Sekunden vorher hat er mir nicht angezeigt, dass ich online bin. Das finde ich immer ein bisschen sehr schade. So, erstmal eine Stream Manager. Jetzt kann ich sehen, ob Leute mit mir reden wollen. Vorausgesetzt, ich gucke mal aus Versehen auf mein Handy. Und das passiert manchmal und manchmal nicht. Ich entschuldige mich schon mal vom Voraus. Ich habe gesehen, ganz zum Schluss, bevor ich die letzte Folge beendet habe, gab es sogar noch zwei Fragen im Chat. Die eine habe ich vergessen. Und die andere war, was bringen mir Bienen? Natürlich ist derjenige, der das gefragt hat, jetzt gerade nicht da. Vielleicht kommt er noch zufällig im Stream rein, sobald er sieht, dass ich online bin. Dann kann ich ja nochmal auf die Frage eingehen. Grundsätzlich aber, falls derjenige das jetzt im VOD sieht, also im nachträglichen Video, Bienen würden einfach so ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen. Dadurch, dass wir ja immer noch die Challenge haben, so lange wie möglich auf dem Heimatplaneten zu bleiben, ist ja dann irgendwann ausgeschöpft, was wir überhaupt machen können. Und dann hätten wir einfach mehr Dinge zu tun, vorübergehend oder auch langfristig. Ich sehe gerade, die Hintergrundblöcke hier sind auch zum Teil solches kaputte Holz. Das sieht in dieser Villa ganz schick aus, aber insgesamt finde ich das ein bisschen hässlich für das, was ich vorhab. Man sieht hier auch, hier gibt es Fensterrahmen, hier gibt es so ein Außenfenster, das ist interessant. Dachziegel sind... Oh, was haben die denn hier unter die Dachziegel gemacht? Das könnte interessant sein. Das hier sind Birchwoods, Birch-Dinger. Hier gibt es auch irgendwie Unterschiede. Das ist kein normales Timber. Da will ich mal wissen, was die hier reingebaut haben. Wooden Birchblock. Okay, da haben die einfach hier ein bisschen Wooden Birchblock zu dem Timber reingepackt. Damit das ein bisschen anders aussieht. Okay, und mit was haben die das hier oben ausgefräst? Auch Wooden Birchblock. Okay, das sieht halt ein bisschen anders aus. Aber gut zu wissen, dass man das auch mit denen machen könnte. Ich nehme jetzt mal hier ein paar von diesen Old Timber, auch wenn das wirklich hässlich aussieht. Aber vielleicht finde ich trotzdem eine Verwendung dafür. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Mal kurz gucken. Zuschauer 2 schon. Wow. Ja, herzlich willkommen. Aber ihr müsst jetzt nicht unbedingt was sagen. Ich will bloß darauf hinweisen, falls ihr es nicht schon gehört habt. Ich gucke nur ab und zu auf den Chat und die meiste Zeit werde ich jetzt einfach spielen. Also falls ihr tatsächlich was schreibt, dann bitte nicht böse sein, wenn ich eine Weile brauche, um zu antworten. Denn momentan sitze ich eigentlich gerade sehr bequem. Ich hoffe, das passt mit dem Ton und so weiter. Ich habe eigentlich nichts verändert seit dem letzten Mal. Aber vom vorletzten Mal zum letzten Mal habe ich auch nichts verändert. Und da war der Ton irgendwie ganz komisch. Dann haben wir den Ton in der Folge noch ein bisschen verändert. Und mal gucken, ob es diesmal besser klappt. Das hoffe ich zumindest. Spider Silk. Ich frage mich, ob wir eine größere Quelle für Spider Silk haben könnten. Achso, das war einfach nur matt. Genau, ich brauche eine Quelle für Clay. Clay hatte ich ja auch leider gar keins. Ich wette, das ist einfach nur Holz. Genau, das geht einfach kaputt. Ein bisschen schade. Ich nehme mal gleich meinen Meta-Manipulator. Und guck mal... Also ich habe in die Beschreibung geschrieben, dass ich eigentlich einen Fahrstuhl zum Erdkern bauen will. Von... Ist ja eigentlich egal, von wo der beginnt. Ich glaube... Aber hier ist nicht der beste Punkt dafür. Ich will aber ein bisschen Baumaterial sammeln. Und Baumaterial ist hauptsächlich Cobblestone. Und davon gibt es ja genügend. Das lässt sich auch richtig schön gerade abbauen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Sonst gibt es gar nicht so viele Pläne, weil ich habe auch nicht so viel Zeit zum Streamen. Es ist schon ziemlich spät in der Nacht. Und, ja. Ich muss morgen zwar nicht früh raus, aber... Also ich habe morgen keinen festen Zeitplan, aber das, was ich machen muss, ist trotzdem relativ wichtig. Von daher,
Auch wenn es nicht heißt, ich muss morgen früh gleich früh anfangen, aber über den Tag verteilt muss ich trotzdem ein paar Aufgaben erfüllen und das wäre schon gut, wenn ich das nicht so schleifen lasse. Aber jetzt habe ich erstmal Lust, Starbound zu spielen. Hatte ich auch angekündigt, dass ich irgendwann irgendwie noch am Mittwoch streamen möchte. Ist halt wieder viel, viel später geworden, als ich wollte. Aber ich will es jetzt trotzdem durchziehen. Und ja, deswegen gibt es das jetzt. So, ich hoffe, wir finden im Untergrund noch ein paar andere Biome, wo wir andere Rohstoffe noch finden. Hier gibt es erstmal eine Menge Eisen und eine Menge Kohle. Das ist erstmal ganz nett zu haben. So, man könnte sich auch einen Metalldetektor bauen. Oder was ich mir überlegt habe, einen Monsterdetektor. Ein Monsterdetektor würde mir dann auch helfen, eventuell Bienen zu finden. So, im Chat steht noch nichts. Bienen, wie gesagt, geben uns ein bisschen Abwechslung und genau die Art von Bienen, die uns noch fehlt, die würde uns noch helfen, mehr Bienen zu züchten. Also die würde quasi das Golden Wood anlocken. Und Golden Wood brauchen wir für bessere Bienenstöcke, brauchen wir für bessere Rahmen, die wir an die Bienenstöcke reintun können, also Frames im Englischen. Das, woran sich die Bienen dann ihre Waben bauen. Ach Gott. Jetzt sterbe ich auch aus Versehen hier an dem blöden Hund. Und das wollte ich auch nicht aktivieren. Mach mal wieder zu hier. Aber ich will das hier kaputt machen. So. Rohstoffe habe ich gesammelt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt in der Nacht ein paar Bienen finden werde. Ich gehe mal einfach wieder weiter nach rechts, bis ich zu meiner Basis komme. Und dann will ich erstmal mir die Sachen anschauen, die ich habe, und ein bisschen ordnen. Gibt's hier zufällig irgendwas im Untergrund? Sieht erstmal nicht so aus. Ich will aber trotzdem mal richtig reinschauen. Landfiber. Oh, hier gibt's genau den Brunnen selbst. Ich kann ja auch das hier kaputt machen. Kann ich mal hier reingucken. Das sind hauptsächlich normale Blöcke. Und dieses Planfiber-Block. Ach so, das, was komplett grau ist, das ist dann schon der Hintergrund. Das hier wollte ich gerne kaputt machen. Aber da fällt das meiste Zeug runter. Ups. Ja, das kann auch passieren. Okay, ich glaube, hier fehlt ein bisschen Hintergrund und das Wasser geht trotzdem nicht weg. Das heißt, wir sind schon sozusagen im nächsten Biom. Ich fange mal an von hier aus. Noch ein bisschen in den Berg reinzugraben oder in die Gegend. So. Eine Spitzhacke habe ich nicht zufällig dabei, oder? Nee, dann. Damit ich besser durchkomme, mache ich das hier nochmal per Hand kaputt. Ich könnte sogar cheaten heute. Ich habe eine Maus dabei. Eine Tastatur habe ich ja sowieso immer, aber heute auch eine Maus. Aber ich versuche es natürlich weiter mit meiner Controllersteuerung. Aber für den Fall, dass es mal absolut nicht klappt. Außerdem beim Steam Deck habe ich ja noch die Pads dabei. Und die funktionieren eigentlich immer ziemlich gut. Und daher gibt es eigentlich gar keinen Grund, das so zu benutzen. So, jetzt bin ich doch wieder im Untergrund gelandet, obwohl ich gesagt habe, ich gehe nach rechts und ich gehe erstmal zu meiner Basis. Was mache ich? Ich gehe nach links unten. Hallo? Ach nee, der ist friedlich. Das ist, glaube ich, keine Biene. Ich würde es mal riskieren zu fangen. Ja, das war ein Bugshell. Ein bisschen hier. Da unten ist schon wieder diese Sand-Dingenschicht. Wo habe ich denn die aus Versehen elektrisiert? Ich glaube, das ist mit dem. So, die fliegen jetzt nach unten. Das ist mir jetzt aber auch ein bisschen egal. Ich guck mal kurz, ob es Kisten hier gibt. Zumindest nichts, was aufleuchtet. Jetzt komme ich hier nicht mehr richtig hoch. Das ist natürlich ganz toll von mir. Das kann ich noch schnell kaputt machen und dann würde ich mich von hier aus nach links oben bauen, so ein bisschen, damit ich dann bisschen dann wieder nach oben komme. So. Immer noch ein bisschen Stein mit auf dem Weg. Ein bisschen Silber, wenn ich das richtig sehe. So, wenn hier aber alles eine Höhle ist, dann komme ich natürlich auch nicht weiter.
Das hier ist leider alles matt. Ich hätte so gern Clay. Also, so, mit matt kann ich, auf matt kann ich ja natürlich auch nicht so hoch springen, wie ich möchte. Ja, komme ich hier rein? So. Oh, Kohle. Kohle ist immer gut. Und komme ich hier hoch? Aber ich will auch alles mitnehmen, was ich gerade abgebaut habe. Und Sprung. Ah, Hilfe. So, so und so. Ja. Oh, noch mehr Kohle. Dann bin ich ja eigentlich schon wieder fast an der Oberfläche. Da oben ist der Brunnen, glaube ich. Ach so, das ist so hell, weil es jetzt schon wieder Tag ist. Es war doch gerade noch dunkel an dem Planeten. Ja, meinetwegen. Da ist wieder das kaputte Haus. Da ist noch Eisen. Und immer schön Erde auf dem Weg mitnehmen. Ich glaube, ich tunnel einfach dadurch. Ich leg mich jetzt nicht mit dem an. Solange ich noch graben kann. So, und dann haben wir das Brunnenabenteuer auch erledigt. Freiheit, hurra! Hier ist der ganze Weg nochmal. Gott, sieht das jetzt hässlich aus hier. Vielleicht bauen wir mal später irgendwann den ganzen Planeten um. Oh, Biene. Ja, eine Squash-Drohne. Squash ist eigentlich ganz nice. Die gibt uns Mineralien. Oh, ich sollte auf jeden Fall mal was essen. So viel essen, bis ich hier den Buff kriege. Und auch nochmal sowas hier nehmen. Habe ich, ja, nehme ich auch einmal. Wenn ich die richtige Taste drücken würde. Was ist denn die richtige Taste dafür? Das? Das? Okay. Jetzt wieder Netz. Genau, das war die richtige Taste. Und ich nehme noch die Blume hier mit, warum nicht? Schade, hat nicht das gebracht, was ich wollte. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Mal kurz in die Höhlen gucken. In den Höhlen gibt es meistens mehr Bienen als auf der freien Fläche hier, weil es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mit dem Regen zusammenhängt, dass in der freien Wildbahn so wenig spawnt, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das da unten sieht aus wie ganz normale Käfer. Muss ich jetzt nicht extra runter. Das sind ganz normale Pferde. Und das sieht aus wie eine Squash-Drohne. Ach komm, nimm doch das Viech mit. Squash-Drohne, genau. Oh, der Schnelle hier. Schnell hinterher. Leafcutter Queen. Auch nicht das, was ich will. Ach, schade. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für die Orchid ist entweder ganz gering oder wirklich komplett. Das ist nicht das, was ich suche. Aber da ist einer. So, dann muss ich euch erstmal umbringen. So, dann mache ich mal den Weg hier so frei, dass ich nicht aus Versehen was umbringe. Ich habe da was schweben gesehen, aber ich kann nicht sagen, dass jetzt noch lebt. Ah, da oben lebt. Das ist so ein bisschen rosa. Das wird wahrscheinlich wieder eine Squash-Drohne sein. Nein, bleib hier. Leafcutter-Drohne. Na, okay. Aber eine von der vierten Sorte, die ich gerne hätte. Ja, sehr schade. Jetzt hier noch. Hier gibt es wieder Kohle im Hintergrund. Warum nicht? Und, ach komm. Das hier weg. So rum. Und so rum. So, die Kohle gerne. So, was ich jetzt nicht geguckt habe, das hätte ich mal gucken können. Ist Titel und so weiter alles in Ordnung bei meinem Stream? Das habe ich so ein bisschen schnell geändert. Badam. Mein Kanal. Starbound Freaking Universe auf Tunnelbau zum Erdkern und dann Lava schlürfen. Genau, das wollte ich so schreiben. Das ist ernst gemeint. So. Auch wenn wir noch weit entfernt sind vom Lava. Aber das ist nur temporär. Ah, Hilfe, wisst ihr was? Nö. Das Kupfer lasse ich jetzt erstmal auch in Ruhe. Das rennt uns ja nicht weg.
Und dann rüste ich erstmal das hier auf. Manchmal ist es schwer, die Regentropfen von irgendwas anderem zu unterscheiden. Ich bin jetzt so sehr fixiert, dass ich endlich meine blöden Bienen haben will, dass ich da manchmal ein bisschen übervorsichtig bin, obwohl ich das eigentlich gar nicht bräuchte. So, jetzt kommen wir wieder zum Schneebiom. Ich schätze mal, dann sind wir auch schnell wieder zu Hause. Tut mir leid, Hirsch. Oder was auch immer du bist. Eishirsch. Ah, ui, das hat jetzt ganz schön geleckt. Aber wir sind wieder im Schneebiom. Hurra. Und ich glaube, hier gab es generell. Achso, habe ich die Kiste da schon? Wahrscheinlich schon längst. Die lasse ich auch da oben, unten, weil bringt mir eh nichts. Aber ich höre hier den Kampf, den Überlebenskampf des Alpakas hier. Dem musste ich mal kurz helfen. So, hier wäre die Mine, die überspringe ich. Und der Typ, der in der Mine wohnt oder an der Mine wohnt, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber das kann man hier echt nicht wissen. So, das sind andere Bienen. Die geben uns leider nur Pixel. Ja. Einmal hier rüber, bitte. Oh, hier ist noch ein Schneemann-Überlebender. Den ich nicht aus Versehen getötet habe in meinem eigenen Überlebenskampf. Das ist immer nett. So, apropos Überlebenskampf. Du bist nicht nett. So, ich hätte halt wirklich gerne ein Feedback, ob das mit dem Ton passt, aber ich hoffe einfach mal, es wird in Ordnung sein. So. Und da ist noch ein bisschen Schwefel im Hintergrund. Aber das ist auch nur so ein Ding. Aber trotzdem lohnt sich das hier jetzt mal hier abzubauen. So, ein Schwefeldings. Das ist noch Kupfer im Untergrund. Und da geht es eigentlich auch schon wieder so normal im Untergrund. Da ist noch ein bisschen Slit und Gott, sieht das furchtbar aus. Also der Tunnel zum Erdkern, der soll schon ein bisschen hübscher aussehen. Vielleicht mache ich langfristig dann auch den ganzen Planeten nochmal hübsch, wenn ich zu viel Zeit und zu viele Ressourcen habe. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber zumindest der Tunnel hier, der soll noch ein bisschen hübscher werden. Erstmal muss ich mich nochmal hier verteidigen. Das hier sieht gar nicht so schlecht aus, aber das ist eigentlich auch ein Unfall, dass das sollte nicht so aussehen, wie es hier aussieht. Das habe ich wahrscheinlich aus Versehen irgendwie dahin gebaut. Oh, das lässt sich relativ schnell entfernen. Ist jetzt zwar nicht das Allerschnellste, aber es geht schon. Dark Smooth Stone, das wäre eine Option. Weil alles, was ich baue, das muss ich eventuell auch schnell wieder abbauen können. Weil ich will ja nicht Ewigkeit damit verbringen, so einen kleinen Fehler zu korrigieren. Von daher, da muss ich auch dran denken. Ich dachte aber trotzdem irgendwie so an Iron-Blöcke. Erstens, weil ich davon relativ viel kriegen könnte. Heavy Stone Brick. Ich war doch schon weiter unten. Genau hier. 50 Blöcke pro Iron Bar. Und Iron Bar kriegen wir schon relativ viel. Es könnte auch langweilig aussehen. Oder ich vermische die Iron Bars mit irgendwas anderem. Aber da muss ich mir ein Muster ausdenken, was auch irgendwie cool aussieht. Vielleicht mal es mit Pipes. Sloped Heavy Pipes. Oder auch schon die Metall Pipes. Bin mir nicht sicher, ob das Pipe-System hier so funktioniert wie in dem einen Mod. Na. Hier, die Metal Pipes. Extractable. Okay. Ah, ich kann mir gut vorstellen, dass die extractable sind, weil es vielleicht so Planeten gibt. Die sehen wir jetzt natürlich nicht, aber ganze Planeten, die nur aus Metallschrott bestehen oder Metall. Zumindest gab es das mal. Und da kann man die auch zu Dutzenden abbauen und hat dann das ganze halbe Inventar voll mit nur solchen Metallpipes-Dingern drin. Und dann will man die auch ein bisschen verarbeiten, weil die müssen dann auch mal irgendwie wieder verschwinden. Es könnte auch sein, dass die dann zu 1 zu 50 und da kommt ein Metallbahn raus oder sowas. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das die Rate ist.
Sonst könnte man ja hier Infinite Sachen ersheaten. Aber Metallpipes. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte okay aussehen. Ja, ich will ja eigentlich mit dem Steampunk-Look gehen und dann müsste ich eigentlich mehr dieses Kupfergrau benutzen. Zusammen mit Kupferplattform. Sloped. Aber Pipes, eventuell, wenn das ja auch funktioniert, kann ich ja dann die Lava hochpumpen lassen. Ansonsten würde ich halt regelmäßig nach unten gehen und mir da die Sachen holen. Ich mach mal hier sowas wie 20. Da habe ich mich jetzt entschieden, dass ich das durchziehe. Hier mache ich mal, 10, da kriege ich 500 davon. 20, da kriege ich einen ganzen 1000er Block. Das sollte dann auch erstmal eine Weile reichen. Die sind alle so ein bisschen durchsichtig. Ich will aber sowas Geschlossenes haben. Gibt es normale Kupferblöcke? Ich könnte auch so Stahlträger benutzen. Hm. Dark Iron Fence Bars, Kupfer Window. Das wäre noch eine Idee. Kupferplattform, die normalen. Na, Leiter weiß ich nicht. Ob. Will ich jetzt auch gar nicht bauen, weil ich, wenn es mir nicht gefällt, dann würde ich mal offline ausprobieren, ob mir das gefällt, aber will ich jetzt meinen Kupfer nicht verschwenden, weil ich glaube, das ist eh nicht das, was ich wirklich haben will. Concrete Blocks. Ich habe keinen Clay. Ich will Clay haben. Cobblestone Brick in der Mischung mit dem anderen könnte sogar ganz nice aussehen. So, irgendwie verschlägt es mich gerade immer wieder nach oben, wenn ich das loslasse. Glas, weiß ich alles nicht. Heavy Stone Brick könnte gut aussehen, aber der ist so schwer zu entfernen. Das widerspricht also meinen Wünschen gerade. Holz würde ich eigentlich auch nicht unbedingt benutzen. Das hier könnte Vivitiness. Ich habe gerade keine Ahnung, was Vivitet in dem Zusammenhang jetzt hier, was das jetzt gerade konkret übersetzt ist. Sieht halt auch Solid with Rivets. Added for Riveted. Ist damit diese Stahlschraube gemeint? In der Mitte von dem Teil? Das könnte ganz gut aussehen, wenn man es so mit den Kupferdingern verbindet. Ich habe das Gefühl, das könnte sehr gut aussehen. Und es kostet auch nicht die Welt. Machen wir mal 6 Stück, also so 300. Und ich hoffe, ich bereue es nicht, weil die sind nicht expectable. So, Solid. Das waren die Dinger hier. Also die Solid Supports wären das. Es könnte gut aussehen. Ich glaube aber gerade weniger daran. Und hier haben wir die ganzen Holzblöcke. Wo sind denn die Kupferdinger, die ich jetzt weiterbauen wollte? Muss ich jetzt doch nochmal Kupfer eingeben? Kupferplattformen, die normalen. Ich gebe Kupfer ein. Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Ach, Metallic-Kupfer-Plattform. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Dann machen wir auch mal. Wie viel kriege ich da? 20. Wie viel habe ich? Ja, 25 habe ich noch an Kupferbahnen. Wir werden sehr, sehr viel von dem Kram brauchen. Also 20 mal 20 müssten 400 sein. Soweit kann ich noch Mathe. Glück gehabt. Gearblock. Das könnte auch also als so Metallzahnräder links und rechts, damit das ein bisschen abgestützt aussieht. Langfristig will ich vielleicht auch sowas wie einen Fahrstuhl haben, der mich sicher nach unten bringt. Ich meine, nach oben fahren kann ich auch so oder nach oben hüpfen. Aber Fahrstühle kommen erst sehr, sehr spät, aber wenn sie dann da sind, dann will ich das auch irgendwie trotzdem einfacher umbauen können. Aber erstmal schauen, wie das hier klappt. Und Kupferwindow würde mich auch so ein bisschen interessieren, aber nicht so viel. Aber vielleicht das Kupferwindow und irgendwie Steampunk-mäßig hier noch ein drittes Zimmer jetzt hier oben drüber.
was ein bisschen wohnzimmerig ist. Vielleicht so schon mit der Dachoptik, dass ich halt wirklich unterm Dach schlafe. Ein bisschen gemütlich eingerichtet. Aber dann schon, dass die Decke dann wirklich das Dach ist, was das Dach ist. Und dass es jetzt ein bisschen schräg geht. Stimmt, ich brauche trotzdem noch genügend Platz, dass ich hier gemütlich raushüpfen kann. In das nächste Stockwerk. Da könnte es schon nach links und rechts hochgehen. Aber das ist etwas, was ich irgendwie viel später machen will. Und hier habe ich vergessen, den die Ränder zu machen. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall. Oh, ich habe relativ viele davon. So, das sollte doch jetzt das Richtige sein, dass das hier ein bisschen hübsch aussieht. Genau. Das sieht so aus, wie ich es haben will. Als Kupferleiter. Das können wir dann hier gleich auch nochmal setzen, bevor ich es vergesse. Obwohl das hier, das eilt ja eigentlich nicht und ist überhaupt nicht das Thema für in der Folge, aber ich will es jetzt gerade machen, deswegen muss das jetzt. Von denen habe ich jetzt ein bisschen weniger, das heißt, die anderen, die werde ich jetzt hardcore für den Untergrund brauchen. Was sollte kein Thema sein? Was aber ein Thema ist, sehe ich gerade, ich habe schon wieder wenig Health und wenig Nahrung. Überhaupt mal gucken, wie lange halten meine Nahrung. Was habe ich überhaupt an Nahrung? Ich habe schon wieder sehr viele Sachen. Halten die noch eine Weile? Extremely well preserved. Aber was mit den Äpfeln? Looks less than fresh. Wisst ihr was? Ich mache jetzt nochmal eine Apfelrunde. Der Kram müsste ja noch hier rumliegen. Einigermaßen. Hier die... Ah, wie sieht es denn hier aus? Ah, war schon wieder voll. Ich vergessen abzuholen. Dann... Alles, was nicht mehr so gut ist, das schmeiße ich jetzt da rein. Das hier wird eh nicht schlecht. Still looks like... Okay. Das hier habe ich gerade erst geerntet oder so. Okay, das ist, wird bald schlecht. Still looks delicious, ist aber nicht mehr die frischeste Frisch. Und die werden nicht so schnell schlecht. Still... okay. Die würde ich trotzdem, weil Fleisch ist, wird relativ schnell schlecht. Das heißt, da ist jetzt eh nicht so schlimm. So, alles rein hier. Soweit wie es geht. Und vielleicht tue ich sogar den Zucker hier rein. Weil er thematisch da ganz gut reinpasst. Mhm. Gut. Ich glaube, das konnte ich doch in die Handmill schmeißen und dann kam da besserer Dünger raus. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir schon viel, viel früher besseren Dünger gemacht, als alles hier mit dem Essensresten zu machen. Achso, ich hätte mal gucken können, was rauskommt, wenn ich eine Kartoffel... Ich glaube, das habe ich sogar schon mal probiert und vergessen, was da rauskam. So, einmal hier alles abernten. Genau, hier ist ja der eine Bienenstock, der nicht mehr betrieben wird von mir. Ach, ich würde mir so sehr die anderen Bienen wünschen, weil dann kann ich den besseren Bienenstock bauen und dann würden die... alle ein bisschen mehr produzieren, während ich weg bin. Oh, es sind... Nee, Quatsch. Ich dachte gerade, da würden zwei stehen. Ich versuche gerade hier die ganzen Blumen zu pflücken und komme aus Versehen immer wieder in die Kisten rein. So, jetzt habe ich aber alles, oder? Inventar ist schon voll. Ich werde wieder angegriffen. Und bin ich gerade aus Versehen... Nee, bin ich nicht. Auf die eine Taste gekommen. So, Kettensäge ist hier... So. Dann fange ich mal an, Bäume zu fällen. So, Schätz sagt noch nichts. Ist aber okay. So. Ich müsste mir mal so eine Art zweiten Kühlschrank bauen, damit ich die Äpfel besser stacken kann. Und nicht so diesen Workaround mache, wie... ich nehme die einen Äpfel ins Inventar, während ich die anderen Äpfel stacke und umgekehrt. Obwohl, die sind doch jetzt gerade am frischesten, die Äpfel hier. Das heißt, wenn ich die direkt in den Kühlschrank tue, dann sind die sowieso frischer, minimal genauso frisch wie die Äpfel, die gerade drin sind. Hier habe ich das Licht ausgemacht. So. Das darf natürlich nicht sein. Ich will, dass alle meine Leuchtequellen leuchten, denn nachts wird es dunkel. Weisheiten von mir.
Doch, das geht so. Bisschen besser. So, das sind jetzt hier die frischen. So, das Fleisch ist auch noch maximal frisch. So, dann alles zusammenschieben. Und das bleibt da. Achso, das kann jetzt. Weil es schon irgendwie ganz kurz sich ein bisschen gesteckt hat. Ja, okay. Und das hier, das ist alles noch top frisch. Ja, sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Und ein bisschen Mulch. Nett. Achso, ich glaube, ich habe den Mulch schon ein bisschen geteilt, damit ich hier besser reintun kann. Oh, hier sind schon ein paar Kartoffeln. Nee, Quatsch. So. So kommen die hier rein. Schade, dass immer noch nicht mehr Seeds entstanden sind, obwohl wir jetzt schon etwas besseren Dünger hier benutzen. So, das waren die Kartoffeln. Das hier ist das. Da, glaube ich, ist gerade schon ein zweiter Seed entstanden. Das hier ist sowieso außer Konkurrenz. Das funktioniert ja so gut, dass ich hier noch den Billigdünger benutze. Obwohl, das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Dann schmeiße ich jetzt einfach hier den Mulch rein, weil wir es können. Dann mache ich aus dem Resten noch richtigen Mulch. Läuft ja einfach durch, während wir hier arbeiten. Oh, hier müssen wir mal nachtanken. Das sieht nicht mehr so gut aus. Ich nehme mal hier den ganzen Mais und das hier mit. Wie sieht es denn eigentlich mit Wasser aus? Hier ist genug Wasser, hier ist genug Wasser. Hier ist am meisten Wasser bis jetzt. Hier ist am wenigsten Wasser und selbst das ist noch gut. Da brauchen wir uns auch noch keine Sorgen machen. Nee, ich lege die erstmal alle zusammen. Ich habe auch Hoffnung, dass der Mais einigermaßen noch frisch ist. Also, der ist noch gut. Der ist noch sehr gut. Kartoffeln bleiben sowieso eine lange Zeit gut. So, wie sieht's hier aus? Ah. Oh, der war frisch. So, und was hat man noch? Die Kartoffel hat man noch. Also, alles zusammenschieben. Und dann hole ich mir mal die Hälfte des Maises. Und warum nicht nochmal die Hälfte davon? Ich weiß nicht, ob wir das noch irgendwie dann später brauchen können. Ich will mal nicht alles verbrauchen. Aber einen Großteil schon. So. Hier rein mit dir, damit mehr Mulch da ist. Und hier rein mit dem Mais, damit ich noch ein bisschen Öl bekomme. Und der Rest bleibt erstmal einfach so. So, und dann ab in den Abgrund. Ah, oder so ähnlich. Kann ich das hier abbauen? Ich muss erstmal gucken, wie weit ich jetzt quasi hier rankomme. Mein Nachbar hat ja hier so ein bisschen Grundstücksschutz eingerichtet. Das stehe ich ihm auch ein bisschen zu. Aber für mich ist es natürlich nervig. Außerdem, da ich ja immer so ein bisschen Wassermangel habe, will ich das hier schon nochmal retten. Also langfristig will ich auf jeden Fall so eine Art Regenbecken bauen. Weil das mit dem Brunnen, das dauert schon eine Weile. Und bis wir die besseren Brunnen haben, das dauert noch länger. Von daher nehme ich einfach mal mit, was wir hier so kriegen können. So. Aber das sollte doch jetzt. Ach nee, ich muss den auch ausrüsten. Oh, noch mehr Kohle im Untergrund, sehr schön. Interessant. Also hier kann ich. Das kann man ja trotzdem einbauen. Dann mache ich da vielleicht noch irgendwie was Dekoratives hin. Vielleicht hat er auch irgendwas Verstecktes in seinem Untergrund. Das könnte durchaus auch sein. Interessant, dass das jetzt hier mehr wird. Eventuell muss ich das sowieso noch ein bisschen weiter weg von ihm bauen. Den Untergrund. Den Untergrundtunnel. Weil es einfach nicht hübsch aussieht, so nah an ihm zu bauen. Dann baue ich jetzt erstmal sozusagen ein Untergrundstockwerk. Das wollte ich sowieso machen. Und dann ein bisschen versetzt den Tunnel nach unten. Komm, das muss verschwinden. So. Dann
bin ich einfach auch ein bisschen neugierig, wie das hier so aussieht. Wir haben ja hier auch jede Menge Grassy Rock. Also ich kann doch einfach damit gucken. Also Truhen sind hier keine versteckt. Dann würden die so leuchten wie die Möbel hier oben. Na komm, die Barocks kann ich auf jeden Fall noch entfernen. Auch wenn es wahnsinnig lange dauert, für so einen einzelnen Rock da ganzen Strahler drauf zu halten. Hier würde ich vielleicht eher mit ein bisschen Schnee noch ausdekorieren. Ja. Mal sehen, da komme ich sowieso nicht mehr so richtig hin. Und das hier scheint ja irgendwie eine Linie zu sein. Dann würde ich dann sozusagen hier schon Schluss machen. Und so ein bisschen bis hier hinzugehen. Ich habe schon wieder Hunger. Aber so ein Apfel hält ja auch nicht so wirklich lange an. Was habe ich denn gerade für Blocks noch da? Ich habe diesen Dark Smooth Stone, den ich ja zumindest bis hierhin verwendet habe. Den könnte man auch erstmal so ein bisschen als Untergrund benutzen. Der Heavy Stone Brick, der sieht eigentlich... Das wäre der hier. Ich würde vielleicht wieder als Boden das hier benutzen. Für meine erste Fabrikanlage hier im Untergrund. Da würde ich dann einfach das, was wir auch da drüben aufgebaut haben, die erste Schmelze, den ersten Rockbreaker und den Sifter dahinstellen mit den paar anderen Geschichten. Und dafür würde ich jetzt doch erstmal hier, soweit es geht, beides entfernen. Soweit es halt geht. Für den Hintergrund muss ich dann halt aufpassen. Aber sehr schön, wie ich hier noch ein bisschen den Hintergrund auch mit eliminieren kann, aber es hat auch seine Grenzen. So, jetzt wieder der erste, auf dem ich selber stehe. Komme ich dann noch hoch? Doch, das sollte gut machbar sein. Vorausgesetzt, ich schaffe den Sprung. So. Das lasse ich nochmal da. Sehr schön, das klappt. Ah, hier werde ich noch ein bisschen sehr viel in den Hintergrund abbauen müssen. Ob ich dann doch mal eine Kupferspitzhacke baue oder eine Eisenspitzhacke, das sind zumindest Materialien, die ich sehr theoretisch unendlich haben könnte. Und ich glaube, ich werde das auch tun. So, weiter als da muss ich erstmal nicht. Weiter als da geht es auch momentan noch gar nicht, weil hier Slush im Weg ist. Das ist ja todesnervig. Also eine Slush muss ich erstmal abbauen, bis der wirklich weg ist. Sonst werde ich hier nicht mehr glücklich. Oh, Plantmar Fiber. Auch ganz interessant. Mal kurz gucken. Hey, Pixel, hurra! Ich hatte gerade gedacht, vielleicht kommen da ein paar Bomben raus oder vielleicht werde ich sofort getötet. Obwohl ich glaube, das Sofort-Töten-Ding, das ist hier nicht drin bei Fracking Universe. Ich glaube, so nett sind die schon, aber... ich weiß es nicht hundertprozentig. Wenn es da gewesen wäre, ja, hätte ich mich geärgert, aber wäre auch nicht so extrem überrascht gewesen. So, ich würde erstmal das hier bis hier runterziehen, wo ich ungefähr gerade stehe. Die Pflanzen, wollte ich gerade sagen. Die Fackeln sind erstmal nur temporär, damit ich was sehen kann. So, das müsste doch das hier sein. Ja, genau. Ah, das kommt schon bis hierher. Ah, so vorsichtig, dass ich nicht neu bauen muss. So, hier könnte man schon irgendwie was anderes hinsetzen, um zu zeigen, dass hier der Boden losgeht. Ich sehe gerade, ein Feld fehlt hier noch. So, was mache ich mit dem Boden? Das muss hier so ein bisschen
fließenden Übergang haben. Ich wollte ja eigentlich... Könnte vielleicht sogar schon damit anfangen. Oder das hier als Untergrund benutzen. Hier so eine Stahlträger sozusagen, der das Ganze stützt. So ein bisschen vielleicht. Hm. Aber warum muss man das stützen? Ich sehe gerade, von dem Zeug habe ich nur noch ein einziges übrig. Ein bisschen wenig. Man könnte das hier auch schon stehen lassen. Na, will ich eigentlich auch nicht. Da ich ja von dem Zeug eh mehr als genügend habe. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ah, schön, jetzt kann ich wieder Hintergrund abbauen. So, das nehme ich später mit. Würden Eisenblocks hier schon aussehen? Oder das hier? Nee. Das könnte tatsächlich... Ja. Doch, irgendwie, ja. Ist jetzt nicht perfekt, ich gebe es zu. Aber hat schon was. So. Achso, da kann ich vielleicht nichts bauen, weil ich selber da drauf stehe. Kann das sein? Ja. Ja, ich bin noch im Vordergrund. So. Also das mit den Eisenblöcken gefällt mir schon ganz gut. So, ich würde jetzt erstmal hier wieder den Hintergrund wegnehmen. Und dann mich erstmal um die Leiter nach oben kümmern. Ja, ich mache wirklich erstmal die Leiter nach oben, beziehungsweise ich nehme erstmal mein Zeug hier mit. Dass ich das doch noch irgendwann mal... So, ich komme hier hoch. Leiter nach oben. Hm. Man könnte immer so Zweierstufen machen. Mit zwei Abstand. Weil ich will jetzt gerade die Fackel nicht abbauen. Und dann sozusagen das Gegenstück zu dem, was ich da oben habe. Ja. Dann sieht das auch so ein bisschen aus wie eine Leiter. Mit Sprossen, die so ein bisschen weiter sind. Okay, dann mache ich nochmal normale Kupferleitern. Und was brauchte ich noch? Erstmal muss ich mich verteidigen gegen den hier. Ist das eine Biene? Nee, Quatsch, das ist von dem Viech, das ich gerade besiegt habe. Ich könnte es ja trotzdem mal versuchen einzufangen. Nee, kann ich nicht. Sehr schade. Kupferleitern. Die gab es einfach so. Wo ist denn das? Kupfer, Kupfer, Kupfer. Slopes. Da waren die Metallic-Plattformen. Die ich vorhin nicht gefunden habe. Jetzt finde ich das andere nicht. Okay. 50 Stück. Waren das andere auch 50 Stück? Ne, das waren nur 20. Und hier kriege ich 50 für... Das ist ja voll billig. Hm. Ja. Vielleicht mache ich das doch so wie da oben. Dass ich das doch nochmal tausche. Hm. Es könnte sowieso knapp werden. Außerdem ist jetzt Tag, da brauche ich meine Fackeln gerade nicht. So. Dann sozusagen das hier in die Mitte. Hoppla. Ach komm. Und das links und rechts. Ach so, ach Gott. So würde das dann aussehen.
Nee, ich will schon, dass die schwarzen Dinger hier in einer Reihe sind. Hm. Wenn ich das alles ausfülle, gefällt mir das dann? Ich glaube, das muss ich dann auch noch hoppla, bis nach unten durchziehen. So. Das weg. Und dann drückst die dran. So. Hat ein bisschen was Martialisches. Die wirkt so wuchtig, diese Leiter. Und im Vergleich dazu wirkt die jetzt da oben so ein bisschen... Ja, ich neige dazu, jetzt hier auch nochmal Zwischensprossen zu machen, damit das anders aussieht als... Obwohl, das ist wirklich eine Leiter und das hier ist mehr so... Könnte auch eine Treppe von vorne sein. Wisst ihr, was ich meine? Ach komm. Jetzt bin ich bereit für dich. Aber es tut mir leid für dich. Habe ich nicht die Äpfel da hochgetan? Ich meine, das hätte ich. Achso, zwischendurch habe ich mal die Tagsleiste gewechselt. Aber wenn ich hier sozusagen nur eine Sprosse mache, das könnte auch gut aussehen. Müsste ich aber immer so... Müsste ich es durchziehen, dass jedes Mal eine Sprosse weg ist. Ich versuch's mal. Ja, so gut wie es halt geht. Ja. Aber ich kriege ja trotzdem schon einen Eindruck, wie das ungefähr aussieht. Und tatsächlich, nö. Obwohl, wenn man es... Ja, wenn es insgesamt so aussieht, von meinem inneren Auge... Ich will es trotzdem gerade so haben. Kann sein, dass ich das alles nochmal umändern werde, weil es mir beim nächsten Mal doch anders besser gefällt. Ach komm. Aber jetzt denke ich, dass ich das so lieber haben möchte. Ach, da fehlt noch eins. Okay, und ich wollte, jetzt weiß ich es wieder, ich wollte Spitzhacken bauen, damit ich den Hintergrund besser abbauen kann. Das nicht so furchtbar nervt, falls ich überhaupt noch Spitzhacken bauen kann. Stimmt, ich habe noch, Holz ist ja auch unendlich. Ich habe noch Eisenbahnen. Und drei Eisenbahnen für eine Spitzhacke ist schon ziemlich teuer. Da kann man schon drüber nachdenken, die dann doch unterwegs zu reparieren, wenn das günstiger ist, als eine neue zu machen. Ich mache mir trotzdem auch ein paar Ersatzspitzhacken, falls ich das aus Versehen vergesse, die rechtzeitig zu reparieren. Was habe ich denn hier auch noch? Hookshot. Upgrade using... Wo ist die Automatical? Ich glaube, das Ding wollte ich bauen. Jetzt habe ich natürlich keine Kupferbahn mehr. Sehr schade. Aber das war sehr, sehr praktisch. Daran kann ich mich erinnern. Das ist sowas ähnliches wie der Grappling Hook. Cave Detector. Ah, da brauche ich Metamin. Das wäre ein bisschen schade drum. Drills. Drills könnten auch noch nice sein. Und Kupferdrill, das hätten wir ja. Material Mod Placer. Blaze Foreground, Blaze... Okay. Monster Detektor habe ich sogar schon. Personal TV Quarter, Advanced Plastics und Elektromagnet. Jetzt ist die Frage. Advanced TV Quarter konnte ich doch auch irgendwie schon bauen oder noch bauen. Ich glaube, das war hier im Machine Tabling. Irgendwo bei Devices drin, wenn ich es nicht noch freischalten muss. Könnte auch im Tinkering. Ich schau mal, was wir so research-mäßig haben. Ich meine, Engineering wäre das vielleicht hier drin gewesen. Das wäre der Tinker-Ding jetzt gewesen. Hier war es nicht dabei.
Das hier ist sowieso die Grundlage für alles und jeden. Könnten das wirklich dabei gesehen. Hier bei Elektronik vielleicht? Das. Ah! Das wäre eigentlich auch mal eine Idee, mit Solarzellen mich auszustatten. Aber ich wollte einfach nur zum Spaß mal das hier bauen. Okay. Survival vielleicht? Das könnte tatsächlich bei. Ist es Survival? Und welches Survival? Das hier? Nee. Das glaube ich zwar auch nicht, aber. Wo ist der Tricorder? Unter welcher Elektronik? Und. Ich meine schon, dass es Engineering gewesen wäre. Weil unseren Tricorder jetzt nur für den Monsterdetektor auszuschmeißen. Ah, hier ist es dabei. Das muss ich. Ne, das ist grün, das haben wir schon. Hookshot. Personal Tricorder. Können wir theoretisch bauen. Und dann ist der Monster. Ah, okay, dann ist dann alles dabei, was wir brauchen, um. Was wir aus dem Tree-Recorder bauen können. Sozusagen verschiedene Upgrades für den Tree-Recorder. Cool, wir hätten schon Colony Deeds. Vielleicht ist der hier auch dabei. Ich hab's bloß nicht gesehen. Okay. Ich brauche einen Tungstenbahn. Haben wir sehr selten, aber haben wir. Und der Monster Inspector. Inspects Monsters. Muss ich die dann anklicken oder. Detektor wäre mir eigentlich lieber. Plastik. Wie weit war ich denn von Plastik entfernt? Chemie wäre das. Advanced Plastics wäre das hier. Öl und Plastikpolymer. Polymer haben wir sehr. Dafür brauchten wir ja den Chemistry Table. Das war das Teil hier. Oh. Salt und Milk. Ach so, dafür bräuchten wir. Hier braucht man Kupferbahn und Carbon Dioxide. Bisschen makaber, aber. Nicht makaber, falsches Wort. Bisschen albern, aber wir können ja. Das Lavakupfer benutzen. Ah, viel Wasser wird dafür benötigt. Wird hier auch Wasser benötigt? Hier wird Methanol benutzt. Salz kriegen wir aus den Bienen. Nochmal zur Frage, warum wir Bienen brauchen. Wir brauchen Bienen für Salz. Und Milch brauchen wir irgendwann mal Mushis. Oder wie die Viecher hier heißen. Sogar das könnten wir. Plant Matter wird auch von Bienen hergestellt. Warte mal, 10. Aus Salzwasser und Chorfragmenten, okay. 5. Aus 2 Contaminated Wasser kriegen wir. Und ein Hydrogen, ein Oxygen. Das ist ja auch das, was wir aus. 3 Wasser kriegen. Und Salzwasser ist. Okay. Wir können aus Salz und Wasser. 2 Wasser herstellen. Und dann aus 10 Wasser wieder. Also 10 Salzwasser wieder normales Wasser machen. Das ist auch interessant. Was wir nicht alles können. Das ist doch schon mal ziemlich alles interessant. Selmetter. Hier, das Magnesium-Powder kriegen wir auch von den Bienen. Wo kriegen wir eigentlich Oxygen her? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir aber noch rausfinden, versprochen. So. Meine Pickaxes habe ich ja jetzt. Nur die Frage, wo ich die hinlege. Solange ich unter Tage bin. Ich hätte hier noch einen Platz frei. Das wäre der Tricorder-Platz. Aber den brauche ich ja nur auf einer Seite. Ah, das geht doch schon einigermaßen gut. Komme ich damit auch einigermaßen hoch? Ja, sehr schön. Und jetzt nur so ein bisschen auf die Lebenszeige von dem Ding aufpassen. Ah, ich krieg das Ding nicht. Moment. So. Ja, komm ich ran? Wenn ich in der Nähe bin, komm ich ran. So, das ist erstmal nur provisorisch. Ich hätte es eigentlich auch gleich richtig bauen können.
Aber ich brauche erstmal so eine freie Fläche, damit ich dann darauf wie so auf einem weißen Blatt Papier malen kann. Es ist ja alles mehr so malen als bauen. So. Bist du das, der gerade diese coolen Geräusche gemacht hat? Hier hat sich ganz schön viel Wasser eingesammelt. Das ist natürlich auch interessant. So. Vorsichtig. Der war noch im Vordergrund. Jetzt hätte man also. Ach, ich rede nicht die ganze Zeit darüber, was ich hätte machen können. Ich mach's einfach. Und dann ist alles besser. So. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall. Na komm, mach den Hintergrund weg. Ah, cool, jetzt kann ich einfach so durch die Gegend gehen. Und abbauen. Und das hier kann ich einfach so abbauen. Achso, hier habe ich wieder mit Slush zu tun. Aber das ist ja sowieso dann das nächste untere Stockwerk, falls ich überhaupt so viel baue. Und sonst würde ich das so langsam auch wieder in die natürliche Schneeform übergehen lassen. Ich hoffe, hier ist genug Platz. Eventuell brauche ich noch ein bisschen Platz nach unten. Das entscheide ich viel später. So. Hier wollte ich. Ja doch. Mach mal hier noch den Weg jetzt nach unten. Ich will hier so einen richtigen Abschluss haben. Was war denn das hier? Das reicht mir eine Sache. Oder will ich das wieder oben doppelwandig haben? Ich glaube, das will ich doppelwandig haben. Wir haben ja noch ein bisschen was davon. So. Ach genau, ich hatte überlegt, ob ich hier den Stahlträger einfach zum Spaß als unteres Ding mache. So, wie groß sollte denn der Durchgang sein, wenn da später noch ein Fahrstuhl hin muss? Das wäre dann auch die Begründung, warum das so ein bisschen versetzt werden muss. Dann muss ja die Startkabine hier auch irgendwie Platz haben. Ich würde einfach mal sagen, weil das hier gerade sich so anbietet, das mache ich gleich wieder weg, dass wir erstmal so hier arbeiten. Toll, da hat es jetzt eins weggelassen und ich merke gerade, wie viel Eisenblöcke sich schon verbrauchen, wenn man nur so ein kleines bisschen hier baut. Toll, jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Aber wir können ja erstmal hier so ein bisschen nach unten gehen. Man hätte jetzt das Ding auch im Hintergrund ziehen können. Ich will nur, dass die untere Reihe wegkommt. Die andere kann ruhig da bleiben, wo sie ist. Oh, ich habe den Sprung nach oben geschafft. Sehr schön. Das kann weg, das kann weg. So, ich stelle mich mal ein bisschen. Und das müsste jetzt. Da kann ich doch den Laser benutzen, oder? Nee, kann ich nicht. Interessant. Der Laser geht durch das Ding durch. Kann ich das fällen? Nicht wirklich. Also, das hier wird wahrscheinlich noch die beste Methode sein. Mache ich mir zumindest nicht die Spitzhacke kaputt. Vielleicht will ich hier auch noch einen Weg nach unten bauen. Das weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig, aber es könnte Sinn machen. Lasse ich das hier auf jeden Fall erstmal noch frei. So. Da ich davon mehr habe, würde
würde ich jetzt erstmal die ganze Linie von denen hier ziehen. Außerdem hat es dann auch so den schöneren Übergang. So, und wie baue ich das jetzt? Erstmal wieder den Hintergrund weg. Oh, essen könnten wir mal wieder. So. Das. Ah, das könnte ich da alles mit dem Laser weglasern. Und jetzt habe ich den getriggert. Den Spaßvogel. Na komm. Du hast es so gewollt. So, jetzt ohne Hilfe komme ich da nicht mehr hoch, aber das muss ich auch nicht. Ich habe die anderen Blöcke... Aber es sieht hübsch aus. Wieso hast du jetzt einen Vordergrund gebaut? Ich wollte die im Hintergrund bauen. Genau so. Habe ich zu doll aufgedrückt. Ich glaube... Mit dem Laser werde ich... Doch, das geht einigermaßen. Jetzt geht auch die Kupferplattform kaputt. Und der Hintergrund. Toll. Sieht das gut aus, wenn das zwei Felder sind? Das geht eigentlich. Und das Zeug ist auch billig. Also warum das nicht auch 2x2 verwenden? Der 3x3 wollte ich auf keinen Fall. Wollte mir hier schon ein bisschen Platz lassen, oder? Wenn ich das einzeln nehme, genau, dann kommt das raus. Nein! Ich will das so haben. Aber das bleibt nicht so, wie ich will. Spitzhacker, hilf mir. Das muss ich von der anderen Seite machen. Das geht zum Glück von der hier. Ich muss mal hier nach oben bauen irgendwie. Nehme ich das hier mit oder lasse ich das absichtlich... Ich glaube, das lasse ich absichtlich frei. Vorsichtig. So, dann kann ich erstmal das hier noch... Am besten von hier aus. Oh, das hat sogar eingesammelt. Man könnte jetzt immer so eine Reihe oder zwei Reihen Eisenblöcke und eine Reihe Stahlträger. Eisenblöcke, Stahlträger. Und den Rand könnte man auch nochmal Stahlträger machen. So einer, der wirklich hier abschließt und einer, der parallel dazu läuft. Vielleicht sogar einen Abstand damit. Das wäre sogar eine Idee. Wie sehen der Block aus? Na, nicht so ganz wie ich... Achso, ich wollte doch Rohre noch nebenbei mit reintun. So, das habe ich, da weiß ich, was ich aus Versehen falsch gemacht habe. Ich hatte doch mir ganz viele Rohre gebaut. Wo sind denn die? Ah, hier, die sind das. Die würde ich vielleicht tatsächlich an den Rand tun. Links und rechts so Kupferrohre? Oder? Stahlträger? Was hatte ich mir noch gebaut? An möglichen... Sachen, die da hinkommen könnten. Oder was habe ich noch so im Inventar? Die Heavy Stones würden dann so ein bisschen wie hier aussehen. Achso, ich wollte hier noch den Rand zu Ende bauen. Ups. Das wollte ich nicht. Kriege ich das vorsichtig entfernt. Mit der Spitzhacke geht das sogar einigermaßen. Die hat auch so einen schönen 3x3-Bereich. So, das sieht jetzt so aus, wie ich es haben wollte. Ich überlege gerade hier noch, die oberste Schicht noch zuzumachen, aber ich glaube, das reicht mir. Jetzt erstmal noch das reparieren. So. Das Kupferrohr könnte dann eigentlich auch noch weiter oben führen. Ich weiß es halt wirklich nicht. Also selbst wenn es nicht funktioniert, kann ich ja so tun, als ob es funktioniert. Und das so darstellen, als ob.
So viel Lust auf Schönbau hätte ich. Machen erstmal hier alles nochmal weg in der Richtung. Ja, ich will auch die Kupferrohre durch den Asphalt hier ziehen. Also ich tue jetzt so, als wenn das Asphalt wäre. Gut, dann lass mal die das sozusagen als Umrandung. Mache ich das dann drei groß? Drei. Dann Eisenträger und dann so, dass der Eisenträger immer über den, also so hier oder so hier. Die können ja ruhig ein bisschen größer sein, die Abstände von den Dingern. Dann spare ich mir das. Das sieht eventuell trotzdem noch hübsch aus. Ich wollte jetzt noch ausprobieren, wie das aussieht, wenn der Stahlträger hier so mit ein bisschen Abstand. Das sind schon wieder die falschen Dinger. Das hier. Okay. Irgendwie hätte ich jetzt Lust, noch das hier zuzubauen. Also den Stahlträger doch eins weiter runterzusetzen. Eventuell sogar das Kupferding, auf dem ich gerade stehe, das könnte man eventuell auch noch eins nach unten setzen. Ah, ja, warum eigentlich nicht? Ja, dann erstmal noch hier. So, hier war der Plan ja erstmal so zu bauen. So, den einzelnen Stahlträger, das wird das. Das wollte ich doch eins weiter nach links setzen, ich Idiot. So. So rum. Dann, was mache ich mit dem Teil? Ach komm. Lass mich in Ruhe. Moment. So, hier. Das richtige Werkzeug für dich. Und das richtige Werkzeug für den Hintergrund hier. Weg. So. Und jetzt die Kupferrohre. Ja. Tatsächlich stört mich jetzt diese Linie hier am meisten. Die können wir noch mal überarbeiten. Soll ich vielleicht nochmal Querverbindung mit den Kupferrohren machen oder geht das, wenn die so bleiben? Ich glaube, das geht, wenn die so bleiben. Und jetzt vielleicht noch eine Bahn normale Eisenblöcke. Dann da rein die Kupferlinie ziehen. Habe ich gerade. Ja, das ist das Richtige. So. Stahlträger. Und hier. Kupfer. Oh, hier und hier. Jetzt wird es schon wieder zu dunkel. Da kann ich mir gleich mal Gedanken übers Licht machen. Ach toll, jetzt habe ich hier. Obwohl, dann kommt ja eher erstmal das rein. Vielleicht sieht das ja okay aus. Wenn das. Es könnte sogar noch ein bisschen Abwechslung reinbringen, die gerade noch nicht da ist. Oder soll das durchgehen? Halt, ich will jetzt gerade wegmachen, bitte. Aber das ist ja oben auch drin. So, ich hoffe mal, dass ich die Stahldinger, die Eisen. Na, das ist alles gleich tot. Quatsch, tot. Das ist alles gleich schwach.
So. Doch nicht ganz. So, dann dahin. Dahin. Der einzelne Eisenblock. Und das Teil. Und da fehlt ja noch ein Eisenblock. Ich könnte mal die ganzen Materialien, die ich nicht brauche, ein bisschen weiter wegschieben. Mal sehen. Den Schnee brauchen wir jetzt am wenigsten. Ich versuche mal hier alles, was ich wirklich brauche, hier ein bisschen näher beieinander zu halten. Die beiden. Eventuell die beiden. Doch, die gehen ja bis zum Rand. Also bleibt es ja doch bei denen. Ja. Aber das ist ja nicht so schlimm. So. Und den werde ich noch richtig viele brauchen. Aber ich finde, das lohnt sich auch. So, und ich würde mir die Arbeit einfacher machen, wenn links und rechts von dem Ding, das soll ja hier so ein, soll ja noch einigermaßen geschützt sein von dem, von der Umgebung. Wenn ich das, also, wenn ich wirklich in diesem Rahmen bleiben würde und nicht links und rechts noch alles nebenbei kaputt machen würde, das würde mir langfristig helfen. Und wir brauchen noch eine Beleuchtung. Was könnte denn gut aussehen? Ceiling Lamp. Immer so an die Kupferdinger dran. Ich will irgendwie was mechanisch Schönes haben. Ivan. Na, okay, nee. Das ist es nicht. Die ganze Weihnachtsbeleuchtung ist es definitiv auch nicht. Ich dachte tatsächlich an das Teil. Sollte ja eigentlich alles machbar sein. White Kupfer. Okay, für beides brauchen wir Kupfer und wir brauchen für hier ein bisschen weniger. Das könnte aber cooler aussehen. Kupferdrähte und Kupfer anderes Zeug brauche ich jetzt gerade. Hier müsste ja noch die ganze Versorgung von dem ganzen Kram sein. Dann mal kurz mein Kupfererz. Ich wollte es ja die ganze Zeit nicht mitnehmen. Jetzt brauche ich es. 170 ist gar nicht mal so viel. Schmeiße ich gleich alles rein. So, und dann brauche ich leider über ein paar Dinger drin. Na, wie viel werde ich denn brauchen? Hm. Nein. Das. So rum. Überall 100 ist ein bisschen. Selbst das ist mir zu viel. 50. Ja, mach mal überall 20er Block. Das könnte reichen. So, 26 für dich. 26 für dich. 27 für dich. 27. So, und du kriegst jetzt nochmal so 3 drauf. Die müssten doch jetzt alle miteinander verbunden sein. Das heißt, der müsste jetzt anfangen. Genau, jetzt fängt er an, Kupfer zu produzieren. Und so nebenbei noch ein bisschen Eisen, weil das ist ja toll. So, das reicht erstmal für die groben Sachen, die wir brauchen. So ein paar. Ich hoffe, das sieht gut aus, weil ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das jetzt doch in Masse produzieren möchte. Erstmal ein paar Kupferkäbelchen. Wir kriegen mal immer einen neuen raus. Wisst was? Ich mache jetzt aus allen Kupferbahnen Kupferkabel. Dann hole ich mir gleich nochmal Kupferbahnen. Kann ich gleich mal gucken, wie es hier mit der Energieversorgung aussieht. So. Oh, ja, nice. Und die arbeiten eigentlich noch eine Weile. Hm. Kann ich noch irgendwas gerade reinschmeißen, was wir haben? Wir brauchen ja vielleicht Tungsten im größeren Maß, wenn ich einen Monsterdetektor bauen will. Und, oh, wir haben noch. Genau, ich habe ja nebenbei noch ein paar Bienen gefangen. Ja, die bleiben jetzt erstmal im Inventar. Ich hoffe, das ist okay. Jetzt habe ich das Campfire hier kaputt gemacht, weil jedes Mal, wenn ich hier lang gehe, mache ich aus Versehen den Schnee kaputt. Ab und zu mal. Das heißt, das kann auch nicht ewig so bleiben. Die ganze Gegend rechts von dem Haus hier wollte ich aber viel, viel später bauen. So, ich habe jetzt erstmal eine grundsätzliche Idee, wie das aussehen könnte. Ich kann ja Kupfer Ceiling Lamp. Das, die ist auch relativ teuer. Die
Das hier gefällt mir nicht, dass die so eingeschränkt ist. Tatsächlich. Die weite Lampe, die gefällt mir am besten. Ich baue erstmal wirklich nur eine. Und habe ich von der anderen noch eine? Zufällig im Inventar. Oh, ich habe sogar von. Ich habe die sogar noch im Inventar. Cool. Kann ich ja doch mal ausprobieren, ob das aussieht. Und ich nehme mal dich hier kurz mit. So, das wäre die erste Variante. Nee, das sieht halt. Da hätte ich das viel groß machen müssen. Will ich. Ah, dann würde ich noch mehr Material sparen. Ganz ehrlich, das ist es doch eigentlich. Probiere jetzt trotzdem nochmal die andere aus, einfach weil ich sie hab. Ah. Bei der ist jetzt das Problem, die muss wirklich am oben sein. Das ist es nicht so ganz. Was tatsächlich aussehen könnte, wäre, wenn die hier so immer an den Rändern hängt. Ich verdecke mal hier kurz. Nee, das finde ich trotzdem nicht gut. Und die muss halt am Ceiling halt hängen. Die muss halt immer irgendwie dranhängen. Das ja nicht so optimal. Nö. Das war eigentlich nur aus dem Gefühl heraus, aber das Gefühl war gar nicht schlecht. Ich werde die jetzt in Masse produzieren. Dann werde ich das jetzt so weit wie möglich durchziehen. So, ich kann. Die Masse besteht aus 9. Es ist keine große Masse, aber es ist eine Masse. Was habe ich jetzt noch übrig? Also, woran ist es denn gescheitert? Ich hätte mal vorher nachgucken sollen. Lass mich mal hier. So, hier wird noch ein bisschen Holz verbrannt. Da kann ich noch mal schnell irgendwas reintun, was smeltable ist. Ist das smeltable? Das ist ein smeltable, was man sowieso gut. Kann ich Magnesium schmelzen? Ja. Ach, da kommt auch Magnesiumpowder raus. Das kriege ich umsonst. Kann ich Mull schmelzen? Hier, Gold. Ich schmelze mal Gold. So ist. So, das war auch mein ganzes Gold. Glückwunsch. Blei? Würde Sinn machen. Würde Sinn machen. Passiert ja aber leider nicht. Ach, was soll's. Silber. Bisschen das. Oder ist jetzt. Die Energie ist aus. Okay, hier, nimm alles mit. Okay, dann hat es eigentlich ganz gut gereicht. Ist ja auch nicht schlecht. Das hier reicht mittlerweile auch. Mal ganz kurz bei meinen Pflanzis vorbeischauen. Ach genau, hier können wir gleich nochmal. Jedes Mal, wenn ich hier reinschaue, da sind da 15 Dinger drin. Und eine Kartoffel. Das kann ich lassen, das deckt ja. Meinen Maiskolben, den ich gerade gekriegt habe, kann ich mal hier reintun. Wie frisch sind meine Äpfel noch? Ja, die sind doch okay. So, hier kann noch ein bisschen Mais gemacht werden. Hier stecke ich mal die zwei Kartoffeln rein. Einfach aus Neugier. Ich wette, da wird Milch draus. So, 84 und es wird zu. Oh Gott, das dauert das lange. Nee, es wird zu viel. Ach, okay, das ist auch okay. Früher oder später werden wir es auf jeden Fall brauchen. Achso, ich wollte noch mehr Lichter herstellen und ich wollte gucken, woran es scheitert, dass ich bald keine Lichter mehr herstellen kann. Zumindest kann ich jetzt wieder welche. White Lamp. So, 15. Und jetzt scheitert es schon wieder an den Kupferbahnen. Ah. Jetzt habe ich aber keine mehr. Ich habe auch kein Kupfererz mehr. Das hätte ich mir ja zwischendurch mal überlegen sollen. So. Ich kann ja von hier aus versuchen, zumindest chirurgisch, erstmal Platz nach unten zu machen. Und dann bauen wir so nach und nach uns nach unten. Und ich habe Hunger. Das ist ja mal was ganz Neues. So, der Laser reicht ungefähr so weit nach unten, wie ich springen kann. Das ist doch eigentlich auch ganz praktisch. So, dann erstmal dieser 3x3-Block in der Mitte. So, dann.
Vielleicht wirklich erstmal nur das Grobe, damit ich hier mal ein bisschen Strecke mache. So. Dann nochmal der Block. Ja, verdammt. Wir haben ja noch unsere Spitzhacke und wir haben noch unsere Äpfel. So. Und ja, das geht. Sind das die richtigen? Ja. Spitzhacke. Es kann sogar sein, dass jetzt... ja. Wenn ich jetzt gleich den Laser benutze, dass das jetzt gleich alles wieder verschwindet. So, Lampen. Irgendwas, was ich gerade nicht benutze. Sind die Weitlampen? Da hinten haben sie sich versteckt. So 25, bei dem Abstand, den ich gerade habe, könnte das sogar relativ weit nach unten reichen. Ich würde die Lampen jetzt mal hier reinsetzen. Und genau, dann kann ich erstmal hier eine hinsetzen. Hier eine hinsetzen. Und jetzt weiter nach unten lasern. Ah, okay. Es nimmt meine... meine Plattformen werden mit in Leidenschaft gezogen. Hm. Ich bereue es jetzt immer mehr, dass ich... Ich kann das doch noch ändern. Dann bleibt... Ich mach mal das kurz weg. Oder ich lasse das erstmal hier oben und dann wechsle ich mal irgendwann zu den anderen. Wenn es sozusagen zu teuer wird. So, jetzt hier. Ich überlege gerade, einmal noch den Matter Manipulator, Quatsch, den Laser verbessern. Aber dann würde ich alle meine Dinger verschwenden. Das wäre auch schade drum, wenn die jetzt einfach weg wären. Ah, ich muss aufpassen, dass ich noch hier hochkomme. Das sind die, die ich hier noch verwenden will. So. Ja, eins zu weit. Aber das wird jetzt eh gleich aus Versehen weggelasert. Höchstwahrscheinlich. Ja. Wenn ich es drauf anlege, dann nicht. Toll. Wahrscheinlich wären die Kupferplattformen weggelasert worden. Das dauert mir zu lange. Moment, so. Mach das hier weg. Soll ich das auch schon mal wegmachen? Nö. Können ja abwechselnd mal die und mal die benutzen. Muss es mir nur merken. Oder... Das könnte auch gut aussehen. Benutzt die schwarzen nur links und rechts. Und die günstigen in der Mitte. Umgekehrt. Umgekehrt. Das heißt... Ja, ach Gott. Ich kann halt nicht so gut zielen. Lässt nicht, mach hier wirklich nur Einzelklicks. Das sieht auch nicht so aus, wie ich es gedacht habe. Wenn dann wirklich nur zwei am Rand oder so, oder eine am Rand. Wie sähe denn eine oder zwei am Rand aus?
Machen wir mal. Ja, aus Versehen hat sich das hier schon erledigt. Hier auch. So. Ach Gott. Egal. Ich will ja bloß wissen, wie es aussieht. Da klebt das so an den Rohren. Und hier steht das so für sich alleine. Und umgekehrt. Wenn das nur so für sich stehen würde. Und das klebt hier dran. Das ist es. Nee, umgekehrt. Ja, toll, aber ich habe nur 200. Also von denen habe ich mehr. Die sind langfristig aber günstiger. Die anderen habe ich weniger. Die anderen... Nee, Quatsch. Von denen, die teurer sind, habe ich gerade mehr. Aber ich muss aufpassen, was ich hier so langfristig kaufe. Ich finde das gerade vom der optischen her am besten. Das passt irgendwie von dem, was ich vorhab. Ich werde eh nicht so weit kommen. Ich glaube, ich will jetzt einfach mal so ein Stück weit nach unten, soweit ich kann. Und mir nochmal ein bisschen Kupfer holen. Zum Beispiel das hier. Das mal kurz hier aus der Hand. Stimmt, ich könnte einen Züfter durchjagen. Ich habe hier jetzt jede Menge Erde und so einen Kram gesammelt. Ich hätte den Grappling Hook bauen können. Damit komme ich ja schnell wieder hoch. Warum denke ich an solche coolen Sachen erst, wenn es viel, viel zu spät ist? Ich bin ein Held. Ja, komm, mein Rattenfreund. So, ich baue dir einen kleinen Aufstieg. Der bringt dich zwar nicht wirklich weiter, aber... sieht zumindest cool aus. Hier ist so ein Pflanzenbiom. Habe ich das eigentlich schon mal richtig erkundet? Da unten ist so eine Tür. Hier, die habe ich schon mal aufgemacht. So, hier will ich ja nur nach oben. Das habe ich schon mal alles... freigeräumt, das auch. So, ich will diesen Hook haben. Zur Not. Ja, ich jag jetzt nochmal ein bisschen was durch den Sifter, dass ich irgendwie vielleicht noch ein bisschen Kupfer krieg. So, wie lange geht denn der Stream eigentlich? 1,5 Stunden? Okay. Im Chat steht immer noch nichts. Ich habe immer noch 2 Zuschauer. Oder wieder. Da habe ich jetzt zwischendurch nicht aufgepasst. Tut mir leid. Okay. Das ist der Rockbreaker. Da müssen Rocks halt rein. Wo ist denn dieser quasi... Smeltable? Das ist schmelzbar. Irgendwie will ich da gerade wissen, was da rauskommt. Und auf der anderen Seite... ja, ich habe hier noch ein bisschen Holz. Wisst ihr was? Irgendwie sind das auch verdammt wenig Mattblöcke. Wahrscheinlich habe ich schon mal einen Großteil davon aus Versehen weggeschmissen. Also weggesiftet oder so. So. Und hier die Hälfte. So, dann fängt jetzt erstmal an, so ein bisschen den Matsch zu schmelzen. Was auch immer da rauskommen möge. Ist das der Grassy Block? Unrefined Konglomerate. Daraus kann ich Obsidian bauen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoller ist als das, aber das wollte ich zumindest. Hier ist der Grassy Rock. Crushable Extractable. So, und hier in den Sifter. Wenn ich hier den Sand rein tue, dann kriege ich noch ein bisschen Silizium und so ein Kram. Ich wollte Erde reinschmeißen. Einfach nur ganz normale Erde. Erstmal die Hälfte davon.
Ich will nicht alle Erde loswerden. Wer weiß, was man da noch draus kriegt. Hier ist mein erstes Kupfer. Das nehme ich gleich mal. Was ist das? Okay. Das ist interessant. Das kann ich dann crashen und dann kriege ich vielleicht, aus dem Zeug kriege ich dann vielleicht mein Clay. Das wäre ein übelster Umweg zu meinem Lehm. Aber eventuell ist das halt der einzige Weg, wie ich hier Lehm kriege. Das ist absolut albern. Achso, der macht jetzt nichts mehr, weil der mit den beiden da unten zu tun hat. Ja, aber ich will ja eigentlich erstmal Kupfererz haben. Wisst ihr was, da kann ich hier auch noch irgendwas in den Extractor reinschmeißen. Wasser kommt eh nur schmutziges Wasser und das andere Zeug raus. Aus schmutzigem Wasser kommt wieder normales Wasser raus. Da war bis jetzt zumindest nicht so viel Cooles dabei und Eisen haben wir auch noch nicht in dem Maße, dass ich das da reintun möchte. Wäre aber Energieverschwendung, jetzt alle vier laufen zu lassen, wenn nur die beiden Maschinen laufen. Okay, der ist gleich durch. So. Okay, dafür reicht's. Für den Sifter und für den da. Wie viel Holz habt ihr noch? Ja, das reicht auch eine Weile. Ich mach mal vorsichtshalber hier nochmal eine Holz- und Apfelrunde. Außerdem glaube ich, meine Äpfel sind eh bald schlecht, oder? Ach, ja, eigentlich nicht. Eigentlich sind die noch super. Mach die Fackeln wieder an. Und die bitte auch. Bevor ich jetzt in den Untergrund gehe. Also ich will erstmal den Smelter ein bisschen... Ich habe die Bäume nicht nachgepflanzt. Ich Idiot. Gut, dann kann ich jetzt mal die Bäume nachpflanzen. So. Meine genetisch mutierten Apfelbäume, die auch schön in der kalten Tundra hier wachsen. So. Gut, dass ich überhaupt mal dran gedacht habe, sonst wäre es halt noch schlimmer geworden später. So, wie sieht's hier aus? Kann ich erstmal alles mitnehmen. Und hier nehme ich auch erstmal mit. So, der braucht eine Weile, aber wir haben schon mal ordentlich wieder Kupfer bekommen. Und hier, da kommt erstmal nur das raus. Ich lege mal hier alles zusammen. Wo ist denn das Kupfer? 22. Nimm ich mal kurz hier, bis der durch ist mit dem Kram. So, Silizium, sehr schön. Und ein bisschen Kohlenstoff, auch nice. So, und wenn er durch ist, dann kann er wieder den Matsch schmelzen. So. 11 Kupferbahnen. Hoffentlich reicht das jetzt für den Webling-Hulk. Auch hier lass doch mal meinen Freund in Ruhe. Der fühlt sich eventuell belästigt von dir. Ich weiß es nicht. Jetzt bist du tot. Da kannst du leider keine Antwort mehr dazu geben. Oh, ich sehe gerade im Chat, da ist was passiert. Hallöchen, wofür brauchst du Clay? Gibt es das nicht in Massen im Planeten? Auf meinem nicht. Und man braucht nicht wirklich viel Clay, aber es gibt ein paar Rezepte, die habe ich jetzt immer wieder gefunden, wo mir Clay fehlt. Ich weiß nicht, ob ich das Zeug wirklich brauche, aber ich habe hier bei Concrete fehlt mir Clay. Hier bei den ganz normalen Bricks, die ich eigentlich gerne so als Hintergrundsteine genutzt hätte, braucht man Fired Clay. Da müsste ich den Clay in smelten. Eigentlich nur die beiden Sachen. Und überhaupt, dass es das nicht gibt, stört mich irgendwie. War halt so ein Gedanke, dass ich das gerne einfach so hätte. So. Tinkertable. Kann ich jetzt diesen Hookshot bauen oder was das war? Hookshot. Seile fehlen mir, aber der Rest geht. So, mit dem Hookshot will ich mich dann schneller nach oben bauen. Ich krieg gerade meine Tasten überhaupt nicht unter Kontrolle. Ich drücke einfach alles, bis ich an der richtigen Stelle bin. Gut, klingt interessant. Später vielleicht. Ich kann Clay bauen aus Dirt und Wasser. Okay, wir haben unsere Clay-Quelle. Ich nehme alles zurück. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Das ist gerade albern. Ich baue mir mal ein paar mehr Seile.
Vielleicht brauche ich die später auch nochmal für irgendwas. So gehe ich runter. Meine Tinkerbench ist hier oben. Hookshot. Das ist sowas ähnliches wie... wie heißt das Ding? Der Grappling Hook. Nur, dass der einen automatisch nach oben zieht. Und jetzt wollte ich erstmal ein Stück weit Lava sammeln. Ich könnte mir den Hookshot gleich mal irgendwie hier hochlegen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt Bienen sammeln werde. Aber ich könnte mal hier hinlegen. Das ist jetzt das Erkunder-Set. So. Der zieht einen automatisch nach oben, ohne dass ich was drücken muss. Und damit soll es jetzt ein bisschen leichter sein, mich hier im Untergrund zu bewegen. So. So, lasst mich in Ruhe. So, mal gucken. Ist das nicht ein Lush Planet? Hab mich schon gefragt, warum du es nicht craftest. Es soll ein Lush Planet sein. Ich habe den nie verlassen. Aber es ist halt irgendwie ein Lush Planet, auf dem irgendwie nicht alles ist. Ha, Hilfe! Lass mich in Ruhe. So. Zum Glück macht der nicht so viel Schaden. Aber nervig ist es trotzdem. So. Erstmal den zum Explodieren bringen. Und... ja. Ich wollte jetzt erstmal nur wirklich nach unten und... ah. Achso, ich dachte gerade, hier wäre ein Slime-Biom. Hier ist ein bisschen der Eingang verschütt gegangen. Aber Loose-Lit kann man ja immer gebrauchen. Genau, daraus konnte man ja die sehr vertrauenswürdige Säule bauen. Die einfach nur aus losem Sand besteht. Oder... ja, ich weiß nicht mal. Slit ist ja nicht mehr direkt Sand. Das ist mehr so. Ist das Treibsand? Das könnte Treibsand sein. So, das war zwar ein unkonventioneller Weg, aber es ist gerade so mein Weg nach unten. Auf jeden Fall hat man noch genügend Cobblestone hier. So, ich glaube, ich wollte mal hier so die paar Dinge abbauen, damit ich eventuell. Eventuell sind das nicht die gleichen Sachen. Stone-Plattform habe ich schon und das ist Cobblestone-Brick. Okay, also die ganz normalen. Doch nichts so Besonderes. So. Ah, Ablenkung. Hm. Hier war ja noch die Tür und hier war so ein Haus. Das sind aber alles Blöcke, die ich kenne. Und hier wird's dunkel. Das heißt, hier war ich noch nicht so wirklich da. Können wir mal ein bisschen erkunden. So, ach nee, das ist Gold. Gold ist auch super. Nur nicht das, was ich gerade wollte. Mal kurz gucken, ob hier noch eine Kiste ist. Ja, da ist eine. Ach Gott. Nein, ich brauche zumindest noch ein bisschen Platz zum draufspringen. So. Ah, okay. Hier ist die Kiste drin. Müssen wir es erstmal... Der Loose-Lit ist lockeres Sediment, auch Schluff genannt. Ah, okay. Ah, habe ich eh schon kaputt gemacht. Tungstenblock. Ob ich Tungstenblöcke einschmelzen kann? Mindestens sind sie relativ dekorativ. Vielleicht könnte man so ein einzelnes Labor daraus bauen. Oder falls ich mal... ah, hier sind solche Technikblöcke auch drin. Junktech. Okay. Das ist jetzt meine Kiste. Die ist da. So, Tungstenblock. Hier ist nochmal ein anderer Block. Light Metal. Gott, das dauert ja ewig, sich da durchzufräsen. Ist da meine Spitzhacke vielleicht ein bisschen schneller und effektiver? Ich würde sagen, ja. Ich habe mir mal ein paar Spitzhacken gebaut, aber ich versuche mal darauf aufzupassen, dass ich die nicht
ganz runter crafte. So eine Spitzhacke kostet 3 Eisen. Wenn ich die mit einem Eisen reparieren kann, dann würde es sich tatsächlich lohnen. So, die Kiste, hat die sich gelohnt? Ah, nicht wirklich. Das kann ich mit einem Silikon herstellen. Aber was sich gelohnt hat, ist ein bisschen, dass ich hier diese Rezeptblöcke gelernt habe. Ich kann mal hier ein bisschen den Hintergrund abbauen. Und eigentlich könnte ich hier auch mal ein paar Lichter machen. Vielleicht... die Lichter nicht. Die wollte ich... Ah, cool. Hier ist drumherum alles irgendwie noch. Interessant. Ja. Kann ich quasi hier in jeden von diesen Blöcken so eine Fackel reinsetzen? Vorausgesetzt, ich komme natürlich ran. Und drumherum ist Gestein und Matsch. Okay. Mal kurz hier gucken, ob sich im... Ja, hier sind noch ein paar Sachen. Die würde ich jetzt einfach mal mitnehmen. Wir sind ja eher auf Farming-Tour. So, das war Sulfur. Sulfur... Ja. Ja, komme ich da noch ran? Na, ja, nicht mehr. Ach genau, hier war das Gold. So, doch, ich hab's mitgenommen. Ich hab's nur nicht gesehen. Gut, dann grab ich mir jetzt einfach mal da weiter, wo das Gold ist. Und hier ist Magnesium. Ja, vorsichtig. So, das sieht schon nach dem nächsten Biom aus. Da komme ich nicht hoch mehr. Aber dafür habe ich doch jetzt meinen Grappling Hook. Ich muss nur aufpassen, dass ich dann natürlich auch... Achso, der geht nicht unendlich. Aber... Kann ich eigentlich springen? Ja, ich kann springen. Ja, das steuert sich gerade ganz furchtbar. Aber prinzipiell... Prinzipiell ist es eine okay Idee. So, ein paar Äpfel essen. Yam, yam. So ein bisschen Wallstamp-mäßig kann ich da vielleicht hier hoch. Und dann sind wir schon im nächsten Biom. Mal gucken, ob was geschrieben wurde. Scannst du Sachen auch? Du kannst Pixel... Ja. Noch nicht. Jetzt bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen. Ehrlich gesagt, habe ich... Das ist jetzt... Bis jetzt eigentlich noch nicht gemacht und auch ein bisschen vergessen. Aber stimmt, Pixelprinter wäre eigentlich wichtig. Weil ein Teil wird ja auch wirklich schönbar und so weiter und da wäre das schon cool, das mitzuhaben. Bin ich schneller mit der Pickaxe hier? Hm, ja, aber dann kriege ich den Hintergrund nicht mit. Und der Hintergrund ist ja auch schön zu haben. Hier sind noch ein paar Mineralien. Jetzt will ich hier aber auch den Hintergrund haben. Aber gefühlt ist das sogar immer noch schneller. Also wenn ich noch ein paar Meta-Manipulator-Module finde, was ich hoffe, dass ich das tun werde, dann mache ich auf jeden Fall nochmal ein Upgrade für das Ding. Aber jetzt würde ich es mir erstmal aufheben für eventuell noch ein paar Technologien, die unterwegs noch kommen könnten. So, das bisschen Silber, warum nicht? So, und mal so, dass das hier alles runterfällt. So, und dann fängt schon die Lavaschicht an. Aber das ist... Oh, da sind Fackeln von mir. Ja. Stirb! Was auch immer mich da gerade verletzt hat. So, diese nervigen Spielautomaten könnte ich mal scannen. So, ein bisschen Cobblestone. Immer gut zu haben. Ich sehe gerade im Hintergrund sind da auch wieder Magnesium. Und da oben, das sieht aus wie Gold. Nochmal ein bisschen nach Kisten gucken. Why not? Hier, das sieht aus, als hätte ich da schon sogar Lava abgeerntet. Jedenfalls sollte ich jetzt hier... Ich kann ja mal ein bisschen scannen. Also, was heißt scannen? Ich kann... Sachen hier angucken. Ich weiß nämlich gar nicht, ob das schon als Scannen zählt. Den richtigen Scanner, den kriegt man ja erst, wenn man das erste Mal mit Esther redet. Also mit der lieben alten Frau aus dem
aus dem Dingens. Aus dem Außenposten. Die haben die Aufträge gibt. So. Hier können wir noch. Bauen wir noch eine Plattform weiter nach unten. Ah, hier ging es eh nach unten. Okay. So. Oh, jetzt hat das Spiel ganz schön stark geleckt. Ich weiß nicht, wie schlimm das jetzt im Video aussah. Aber ich habe es gerade deutlich gespürt. Warum leckt das Spiel jetzt? Was ist mit dir falsch? Jetzt geht's wieder. Irgendwas hat er im Hintergrund gemacht, glaube ich. Und ich weiß nicht was. Das ärgert mich so ein bisschen. Aber ist auch kein Weltuntergang. Ich glaube, das war gerade gefährlich, was ich gemacht habe. So, ist das mein Weg zum Kern? Ja, hier hatte ich ein bisschen Angst. Habe ich vielleicht immer noch zurecht. Kann ich ja mal die Pickaxe benutzen, um hier safe einigermaßen runterzukommen. Ach genau, und dann kam ich ja nicht mal von hier aus bis an den Lavakern. So. Ab hier. Ich wollte... Ah, ich hätte es mal ausprobieren können. Ob ich hier auch einen Saugomat reinstecken kann. Den könnte man hier dran bauen. Da kann ich dann hier... Das mache ich mal weg, das Teil. Am besten mit der Spitzhacke. Ah, aber nicht aus Versehen den Boden wegbauen. Genau so. Und jetzt wieder saugen. So, Chat ist noch nichts Neues. Ich bin wieder nur ein Zuschauer. Verdammt.